Was? Und ein halbes Fahrrad kann man hier fahren. Du kannst ja auch nicht. Könntest du mal gerade weggehen, wir führen hier Fachgespräche. Schröer, ich bin der Senior hier auf der Tour. Ich bin seit 2004 bei OnRide, habe 3 USA-Touren gemacht und eine Großbritannien-Tour mit OnRide. Kenne auch Japan und Korea, die Parks. Leider nicht den Park, den wir heute besucht haben. Ich war angenehm überrascht von dem Hansa-Park. Er ist ein kleiner Park, sehr gepflegt, ist absolut familientauglich. Am meisten gefreut und begeistert hat mich Kernan. Eine sehr schöne Bahn. Ein Wiedersehen mit dem alten Schwarzkopfcoaster war auch gut. Ja, ich freue mich jetzt hier auf der Tour zu sein. Dänemark kenne ich alle Parks, aber in Schweden war ich noch nie. Und das wird die große Überraschung werden. Ja, hi, ich bin Felix. Ich bin jetzt auch seit 2004 bei OnRide. Ich habe bisher aber nur normale Treffen gemacht und das ist jetzt meine erste OnRide-Tour. Und ja, der erste Tag war schon echt super. Wir haben ein tolles Programm gehabt, Frühstück, Mittagessen vom Park, dann Achterbahn, klasse dabei, Kernan, Flug von Novgorod, tolle Achterbahn, das Wetter hat super gehalten. War ein toller erster Tag und ich freue mich auf die restliche Tour. Ja, ich bin Eike Gerstmeier, seit 2003 bei OnRide jetzt mittlerweile dabei, habe schon ein paar Touren entsprechend da auch abgefahren. Und ja, jetzt hier 2016 habe ich mir gedacht, mach's mal wieder mit. Scandi-Tour, das steht schon lange auf meiner Liste entsprechend. Und ja, dementsprechend stumpf eingebucht. Ja, ich kenne den Park soweit ja schon, ich komme ja auch soweit aus dem Norden. Und ja, vom Wetter her war es jetzt heute angenehm positiv durchwachsen. Ich wusste es. Okay, so, weiter geht's. An Wetter war soweit angenehm durchwachsen. Gut genug fürs T-Shirt, kalt genug für die Wasserbahn, trotzdem mitgemacht. Ja, Kernan, super. Mit dem Special Effekt, den möchte man natürlich nicht verraten. Den haben wir ja von dem lieben Herrn Leicht schon im Vornherein verraten bekommen, freundlicherweise, so mussten wir uns ja nicht erschrecken, aber so gesehen kannte eh schon jeder durch Berichte und sonst was. Ja, also sonst, der Hansa-Park ist einfach ein klasse Park, der passt einfach alles zusammen. Die letzten Jahre sind ja auch viel dabei, auf Theming zu bauen und das ist auch definitiv die richtige Fahrtrichtung. Und deswegen bin ich auch immer wieder gerne im Hansa-Park, auch wenn es nur ein, zwei Mal im Jahr der Fall ist, aber lohnt sich einfach immer wieder. Eine scheiß Kamera wegmachen, ohne Scheiß. Das ist nicht witzig, ne? Ohne Scheiß jetzt hier. Es ist ohne Kacke jetzt nicht witzig, ne? Das ist hier ohne Scheiß. Das macht man nicht. Ich richte hier sowas ein, dass ich nicht aufgefilmt da tun werden will, ne? Ohne Scheiß. Er macht Selfies, film den mal. Aber schon wieder Nahaufnahmen.